Und jetzt die wichtigsten Nachrichten kompakt. In Dortmund-Dorstfeld haben hunderte Menschen der Opfer der Pogromnacht gedacht. Vor 80 Jahren hatten Nationalsozialisten in ganz Deutschland jüdische Einrichtungen geplündert und in Brand gesetzt. Die Feier ist von vielen Dortmunder Schülerinnen und Schülern begleitet worden, aber auch von zahlreichen Polizisten, weil in Dorstfeld Rechtsextremisten leben. Gegen 13 Neonazis musste die Polizei Platzverweise aussprechen, um zu verhindern, dass sie das Gedenken stören. Vor den Häusern der Neonazis hatte die Stadt einige Plakate hochgezogen. So sollten Störungen verhindert werden. Die Botschaft auf den Plakaten war deutlich: gemeinsam gegen Antisemitismus.